Angenommen. So. Ja. Wir hatten ja vor, ja, wenn ich das aufs Datum gucke, vor 5 Tagen Valentinstag. Und ich habe ja so ein kleines Interesse an Japan, japanischer Kultur und so weiter. Ich lerne auch momentan so mehr schlecht als recht Japanisch. Es ist aber tatsächlich mehr so die generelle japanische Kultur, weniger Popkultur. Also bis auf, ich glaube, Digimon, ein paar Bands und Godzilla ist so, habe ich mit japanischer Popkultur eher weniger zu tun. Vielleicht so ein bisschen so Pokémon, das ich verfolge. Aber deswegen mag ich halt die Videos von Einfach Japanisch. Neben ein paar Tipps zum Lernen von Japanisch erzählt er auch immer wieder was zu der Kultur und so weiter. Und in diesem Video geht es um den Valentinstag in Japan. Valentinstag in Japan, der mich traurig macht, neu editiert. Das Video kam schon mal raus, ich glaube direkt am Valentinstag. Und ja, scheinbar hat er. Hiro heißt er, glaube ich, wenn ich seinen Namen noch richtig im Kopf habe. Ja, das neue hochgeladen. Schauen wir mal rein. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Wie ihr wisst, ist heute der Valentinstag, der 14. Februar, der Tag der Liebe, der Tag der Liebenden. Man schenkt sich gegenseitig Blumen, Karten oder kleine Aufmerksamkeiten. Nur in Japan sieht der Valentinstag etwas anders aus. Da geht es weniger um Blumen oder Karten, sondern um etwas ganz anderes und auch nicht ums gegenseitige Beschenken. Was ist anders? Das erfahrt ihr jetzt. Happy Valentine! Generell sieht es so aus. Frauen schenken Männern Schokolade und die Schokolade dient als das Werkzeug der Liebeserklärung. Sprich, anstelle eines Liebesbriefes wird die Schokolade an die Zielperson geschickt und mit Glück beginnt vielleicht dadurch eine Beziehung. Bin ich schon mal ganz süß. Bisschen ungewohnt, dass das von der Frau an den Mann geht. Aber gut, andere Kultur halt, ne? Den Anfang dieser ungewöhnlichen Tradition machte die Süßigkeitenfirma Morozov. Im Jahr 9. Nun ja, im Westen ist es die Blumenindustrie. Hier ist es. Moin Moin Hybrid Identity. Folge ihm auch auf Insta. Klasse Inhalte, die er vermittelt. Ja. Wie gesagt, ich mag wirklich seine Videos. 1935. Sie schaltete nämlich in einer englischsprachigen Zeitung die Werbung zum Valentinstag. Es ging darum, Schokolade zu schenken als Zeichen der Liebe. Nur zu diesem Zeitpunkt sprach kaum jemand Englisch und die Schokolade war auch für das allgemeine Volk nicht so ganz zugänglich. Somit war die Werbung auch nicht an die Japaner gerichtet und da kam es auch nicht zum Boom. Das ist ja aber auch genauso wie Weihnachtstradition in Japan ist es ja zu KFC zu gehen, beziehungsweise sich bei KFC was zu holen. Finde ich furchtbar interessant. Also ich verstehe das absolut nicht, weil für uns ist es ja so Weihnachten, Heiligabend, da ist ja zu Hause, Familie, Essen und so weiter. Und da ist es halt einfach mehr so, unter Freunden wird dann Weihnachten gefeiert. Und soweit ich weiß, ist Silvester dann mehr so der Tag, wo man sich mit der Familie trifft. Erst ab den 60ern mischten sich auch die anderen Firmen ein, wie zum Beispiel Fujiya oder Morinaga. Sie begannen wie wild Valentinschokolade zu vermarkten, mit der in Japan entstandenen Tradition, Schokolade als Zeichen der Liebe schenken. Zu diesen Zeiten war es unüblich, dass Frauen Männern ihre Liebe direkt erklärten. Somit waren die Schokolade und der Valentinstag das perfekte Tool, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ich muss sagen, so ein bisschen war das auch bei mir so, im umgekehrten Fall halt, bei meiner allerersten Partnerin, damals zur Schulzeit noch. Da, ich weiß nicht, ich glaube, das war vom Abi-Jahrgang, wurde das so veranstaltet, dass man Rosen verschenken konnte. So die Klassensprecher haben quasi die Bestellung aufgenommen, dann weitergeleitet an den Abi-Jahrgang. Und die haben das dann durchgeführt, dass sie dann halt an Valentinstag von Klasse zu Klasse gerannt sind und jeder, der dann halt eine Rose bekommen hat, hat dann halt eine Rose bekommen. Für den eine Rose bestellt wurde, hat dann eine Rose bekommen. Und so habe ich dann halt quasi indirekt
meiner damaligen Angebeteten, dann später Freundin, halt eine Rose zukommen lassen, allerdings anonym. Naja, trinken, trinken. Und sie hatte mich dann halt am Tag danach gefragt, ob die Rose von mir käme. Und ja, ich habe es dann halt gesagt und wir sind dann an dem Tag zusammen auch zusammengekommen. Wenn ich mich noch heutzutage dran erinnere, ist es so, weiß nicht, ich glaube eine halbe Stunde oder so habe ich kein Wort rausgebracht, weil ich schlichtweg zu schüchtern war. Bin immer noch schüchtern, aber diesmal würde es wahrscheinlich wesentlich schneller gehen. Nur es ist ja nicht so, dass eine Frau hunderte Tafeln Schokolade schenkt. Nach dem Motto, irgendeine Kugel trifft schon. Daher mussten die Firmen eine neue Strategie ausdenken, um ihren Umsatz zu steigern. So kam es in den 80ern zur neuen Definition eine großartige Erfindung, der Gidi Choco, die Pflichtschokolade. Was? Lichtschokolade, okay. Das ist das Geschenk als Zeichen der Dankbarkeit für Kollegen und so weiter. Da gibt es auch heftige Preisunterschiede. Die Hauptschokolade zwecks Liebeserklärung könnte dann bis zu 10.000 Yen teuer sein, also umgerechnet ungefähr 80 Euro. Und die Pflichtschokolade, die man auch ganz viel verteilt, liegt dann so im 1-Euro-Bereich. Vielleicht noch weniger, bis zu 8 Cent bei Chiroro Choco. Chiroro Choco ist eine kleine Schokolade, die man. Ehrlich gesagt, könnte ich mir das vorstellen, auch hier zu machen. So einfach am 14. Februar einfach zu meinen Freunden zu gehen und denen ihre Schokolade zu geben. Natürlich nur, wenn das zeitlich irgendwie hinkommen würde. Ich denke mal, niemand würde es auch einem übel nehmen, wenn es am nächsten Tag passiert. Übrigens habe ich gelesen, dass 15. Februar als Single-Tag irgendwie eingeführt werden soll, beziehungsweise auch teilweise so gefeiert wird, so für diejenigen, die an Valentinstag dann alleine geblieben sind. Verdammt, warum habe ich nicht gefeiert? Man ganz vielen Süßigkeitenhändler oder auch im Kombiniläden kaufen kann. Nur im Kombiniläden kosten sie etwas mehr, ungefähr so 17 Cent pro Stück. Ist immer noch günstig, aber da gibt es auf jeden Fall 100. 17 Cent ist halt wirklich, ist ungefähr der Preis damals bei einer bunten Tüte, so ein Gummibärchen, so 10 Cent war das ja damals. Ja, was heißt Gummibärchen? So ein, weiß nicht, so ein Schlumpf oder was weiß ich, was da gab. Eine Erdbeere. Von Geschmackssorten und die sind alle lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Preis-Leistungs-Verhältnis 1A. Zurück zum Thema. Neben der Gizuko gibt es noch. Ah, ich dachte, der 13.2. Kann auch sein, dass der 13.2. war. Ich bin mir da aber nicht mehr so 100, zu 100% sicher. Noch ein paar weitere Varianten, wie zum Beispiel Tomochoko, Schokolade für Freunde, Gyakuchoko. Andersherum Schokolade, sprich Männer schenken Frauen eine Schokolade. Oder Jibun Choco, Mai Choco, also Schokolade für sich. Das ja, wie kriegt man am besten Leute dazu, dass sie Schokolade kaufen? So einfach für jeden Anlass was bieten. Mit solchen Möglichkeiten hypt der Markt dann extrem und die Firmen machten einfach mega Umsatz. Zum Valentinstag schicken auch die Fans von Promis oder von Manga-Charakteren Schokolade an die Agentur oder an den Verlag. Ein extremes. Okay, das ist. Ich will nicht wissen, wie viel dann bei so einem größeren Manga dann reinkommt. Ja, so oder so finde ich es gut, dass man auch die Singles feiert und man extra einen Tag für hat. Ja. Nächstes Jahr werde ich es mir merken. Ich werde am 12. nachschauen, ob es am 13. oder 15. ist und dann werde ich feiern. Und ich werde irgendwie noch einladen, der ebenfalls Single ist. Das Beispiel war der Berlin. Also mehrere Leute, die Single sind, werde ich dann einladen. Wenn es zeitlich passt, wenn es in der Woche ist, wird es ein bisschen schwierig. Egal. Beliebtheitswettbewerb zum Manga Prince of Tennis. Ein großartiger Tennismanga. Da hieß es, eine Schokolade zählt als eine Ja, das natürlich ist die Voraussetzung. Stimme. Und der Charakter Keigo Atobe hat mit sagenhafter 62.837 Stimmen gewonnen. Das ist viel mehr Schokolade, als manche Supermärkte in einem ganzen Jahr verkaufen. Angenommen, eine Tafel wiegt nur 100 Gramm, sind es immer noch mehr als 6 Tonnen. Also.
Das ist viel. Wow. So viel wie ein durchschnittlicher afrikanischer Elefant. Man sagt, dass wegen der Aktion ein ganzer Konferenzraum nur mit Schokolade gefüllt war und die Verlagsmitarbeiter quasi in den nächsten Wochen All-You-Can-Eat-Tage hatten. Doch bisher hört sich ja so an, als ob die Männer nur davon profitieren. Sie bekommen ganz viele Geschenke und sind dann happy. Aber so ist das nicht. Einen Monat später, am 14. März, kommt der White Day, der weiße Tag. Da müssen die beschenkten Männer ihre Dankbarkeit für die Geschenke zeigen, um sich zu revanchieren. Wie ist es aber, wenn man sich in der Zwischenzeit getrennt hat? Ich meine, hier ist es ja quasi auch so, dass am 14. März ist ja der weniger geschmackvolle Schnieblo-Tag, der aber nicht zwangsläufig mit Schnitzel und das, wofür das Blo steht, gefeiert werden muss. Da geht es nicht mehr um Schokolade, sondern um Geschenke aller Art. Man sagt sogar, die Geschenke sollten den dreifachen Wert haben wie die Schokolade. Je höher der Wert, desto erfolgreicher. Oh, da wird es bei so einer 17-Cent-Schokolade aber ein bisschen schwierig, ne? Okay, man könnte dann vielleicht dreimal Schokolade verschenken, aber ich glaube, ob das so gut ankommt. Die Erwartung mit dem dreifachen Wert ist auf jeden Fall ein sehr guter Trick, um die Wirtschaft anzukurbeln. Stichwort Werbeagentur. Was? Die Tradition wird aber in den letzten Jahren immer schwächer. Schokolade verkauft sich immer noch gut, weil der Gedanke, Schokolade ist gleich Valentinstag, noch tief in den Genen verwurzelt ist. Doch sie dient nicht mehr so oft als das Werkzeug der Liebeserklärung. Laut einer Umfrage im Jahr 2020 der Marktforschungsfirma Rakuten Insight sind es nur noch 4,1%, die den Valentinstag als Liebeserklärung nutzen wollten. Das ist wenig geworden. Ja, aber für mich wäre es aber trotzdem noch ziemlich lukrativ, das zu machen. Immerhin sagten die Hälfte der Befragten noch, dass sie andere Leute beschenken wollen. Vielleicht auch ganz gut so, dass die Tradition nachlässt, denn am 14. Februar herrschte immer ein stiller Machtkampf unter den Männern. Denn es ging darum, wer hat die meiste Schokoladen bekommen. Das ist wirklich mies. Also, statt sich einfach darüber zu freuen, so hey, ich hab eine Schokolade bekommen, und dann sieht man irgendwie jemanden, der 5 Stück abbekommen hat, ist dann. Schade sowas, dass das so kompetitiv geworden ist. Anzahl der Schokolade diente quasi als Kampfstärke. Je mehr, desto stärker. So ein bisschen vergleichbar wie die Followeranzahl auf Twitter, Instagram oder TikTok. Auch wenn gefühlt alle gesagt haben, die Tradition ist albern, ich mag eigentlich keine Schokolade, was soll das Ganze schon sein? Wie kann man keine Schokolade mögen, jetzt mal ernsthaft? Hatten sie schon insgeheim gehofft, dass sie nicht leer ausgehen. Das war die Kurzfassung des japanischen Valentinstags. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Auf diesem Kanal werde ich noch weitere Videos rund um das Thema Japan posten. Und am Ende sage ich nochmal, von Schokolade halte ich nichts, die Tradition finde ich albern. Albern. Und ich mag auch überhaupt keine Schokolade. Nee, Instant D-Abo jetzt. Nee. Okay, das war nur ein Scherz. Ja, schöne Tradition und auch ein schöner Einblick, wie das so in anderen Ländern, in anderen Kulturen gehandhabt wird. Wirklich sehr schön.